Guten Morgen. Leib haben wir schon vor, dann um Jesu kommen wir dir und ich danke dir für deine Leib. Ich danke dir für deine Güte. Und ich bete dir, dass du zu uns redest und dass wir dein Wort verstehen und dass wir da noch leben. Ich bete dir, Herr, auf unseren reichschaffenden Wort und halte uns vom ganzen Wort die dritte Sonne. Wir brauchen dich im Namen Jesu. Amen. Jeremia, wenn wir das Kapitel Deutsch lesen, das ist so viel Wort, wo Gott redet, sind falsch. Und wo er das sagt, wo Wort er Wort ist. Was sagt, dann sagt Gott zu Gott, Jeremia, bin nicht mehr für das falsch. Aber am Vers 23 sagt er, ich habe ihnen nur dies eine befohlen. Und ich glaube, das ist ein ganz klares Wort für uns. Was Gott von uns verlangt. Hört auf mich, dann will ich euer Gott sein. Und ihr sollt mein Volk sein. Lebt nach meinen Weisungen, dann wird es euch gut gehen. Das ist, was Gott sich wünscht. Gott will uns sehen, aber die können uns nicht sehen, wenn sie ein gerechter Gott ist und wann wieder das Falsche denn. Dann macht sie eine gerechte Strafe über uns kommen. Ich will das nochmal lesen. Ich habe ihnen nur dies eine befohlen. Hört auf mich, als ob Gott herrscht, ob sein Wut herrscht. Dann will ich euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Lebt nach meinen Weisungen, dann wird es euch gut gehen. Aber sie gehorchten mir nicht, ja, sie hörten mir nicht einmal zu, sondern lebten so, wie sie es wollten und taten, wozu ihr Eigensinn sie trieb. Sie wandten sich von mir ab und kehrten mir den Rücken. Das wird die Realität von den Israeliten, der Druck, die Folge davon, der Gefangenschaft in Babylon. Aber was ist das mit uns? Levine, Gottes Weisungen. Wenn es Gott verlangt, dort von uns. Was Gott von uns will, das ist dasselbe. Er will, dass wir in seinem Wort wandeln. Dass wir am Leben, dass wir am Gehorchen. Aber was ist das? Die Israeliten werden einsamig. In Drede Gott und Regen Genere in der Weh. Herr, ich bete doch, dass ihr uns in das Wort erzählen lasst. Mir ist immer so, die Israeliten sagen sich selbst gut. Und mich kommt immer so fair, dass uns Problem von da auch wie seine Gott will. Wird mit uns steht, wie seine Volk Gott wird schlammet am uns steht. Schenkt uns Erkenntnis, Herr. Und ihr habt uns in Recht schaffen, das Wort, das bete ich dir im Namen Jesu Christi. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.